allgemein. Ich hoffe, alle hatten eine schöne besinnliche Zeit, schöne Weihnachten. Ja, ich nehme jetzt eine neue Folge auf und hier waren wir stehen geblieben, Ende des letzten Kapitels. Jetzt würden wir ein neues starten. Ich habe zwischendurch aber noch mal ein bisschen weiter gespielt, einfach just for fun. Hab hier noch einen neuen Charakter dazu gebaut und ein paar, ja, wie ihr auf der linken Seite seht, ein paar Aufgaben, also von dem Programm, ne, von den Zuschüssen, Entschuldigung, erledigt. Einfach so, just for fun, weil ich hier diese optionalen Aufgaben noch erledigen wollte. Der hier stellt sich als ein bisschen schwierig heraus. Immer noch 80%, obwohl ich jetzt schon weiß ich nicht, wie viele Tage spiele. Hier Tag 35 steht ja mittlerweile. Gesamtspielzeit 6 Stunden. Zählt das jetzt nur für dieses Gefängnis? Ja. Ja, 6 Stunden und 56 Minuten spiele ich dieses Gefängnis schon. Und die optionale Quest ist immer noch bei 80%. Ich hoffe, dass es halt bald mal fertig ist. Allerdings weiß ich nicht, ob ich da jetzt noch Lust drauf habe, da drauf zu warten. Die Kantine habe ich vergrößert, die Werkstatt habe ich vergrößert. Ja, den neuen Trakt, wie gesagt. Hier sind endlich die Besucher weg. Das heißt, ich glaube, man könnte den jetzt abreißen. Würde das gehen? Nee, das kann ich immer noch nicht. Das geht tatsächlich nicht. Die hier sind so fest, die kann man nicht wegnehmen. Das ist ja ätzend. Ja, und Gemeinschaftsraum habe ich einfach nur. Nein, ja, es ist nicht wirklich ein Gemeinschaftsraum. Ich wollte nur die Aufgabe erfüllen. Ansonsten hat sich weiter nicht viel getan. Nein. Nein, nein. Ach so, ein paar Metalldetektoren hatte ich noch aufgestellt, bevor ich Lust drauf hatte. Ja, aber das war's dann. So. Genau, ich würde sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr hier auf die restlichen 20% zu warten. Ich glaube, das sind noch zwei Häftlinge, die dieses Programm hier abschließen müssen. Einführung, Sicherheit in der Werkstatt. Ja, keine Ahnung. 8 bestanden, 80%, 2 müssen noch. Aber wenn ich jetzt vorspule, wir sind jetzt bei. Hier, jetzt fängt es an. Starten. Da müsste sich ja der Balken gleich füllen. Hier. Da müsste er ganz hier voll gehen. Und dann müssten von den Leuten, die hier teilnehmen, auch noch welche bestehen. Glaube, da habe ich keine Lust mehr drauf zu warten. Er geht bis zur Hälfte voll. Ja, ich nehme mal einen Balken, kriege ich voll pro Tag. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass es ein Häftling schafft an dem Tag. Also, es ist wie gesagt nur noch eine Frage der Zeit, deswegen würde ich jetzt einfach ins nächste Kapitel springen. Mit dem Hausmeister. Okay, jetzt kommen wir ins Kapitel 5 aus der Patsche. Und wieder mal Nachrichten. Welches Verbrechen ist jetzt geschehen? Heute in CNDC News ein Sonderbericht über die Zustände in unseren Gefängnissen. Es ist inzwischen 2 Jahre her, dass die Belagerung von Alchemico so viele Leben forderte, darunter auch das von Geschäftsführer Charles Wallace. Heute erfahren wir von früheren Experten, ob Ish seit jenen tragischen Ereignissen etwas geändert hat. Mal gucken, ob Ish was geändert hat. Als erstes schalten wir live in eines der ältesten Gefängnisse des Staates, das vor kurzem zum Abriss freigegeben wurde. Jetzt live nur auf CNDC News. Doch, ich dachte gerade, es wäre unseres, was wir gerade aufgebaut haben. Gleich wieder abreißen. Danke, Sarah. Dieses Gefängnis hat einige der berüchtigsten Verbrecher des gesamten Landes beherbergt. Doch nun werden seine Mauern niedergerissen, um von einem neuen Gefängniskomplex ersetzt zu werden. Hinter mir sehen Sie, dass die Baumannschaften bereits eingetroffen sind und die Abrissarbeiten begonnen haben. Bei mir ist der Bürgermeister der Stadt, Calvin Heller. Vielen Dank, Mr. Heller, dass Sie sich Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Ja, Calvin Heller, den kennen wir doch auch. Das war doch der. Der war doch auch nicht ganz koscher, oder? Weil das war doch der, weswegen dann am Ende so viele Leute gestorben sind in Kapitel 3, inklusive diesen Benedikt. Ist mir ein Vergnügen.
In der Vergangenheit waren Sie ein entschlossener Fürsprecher einer härteren, disziplinierten Gangart in Gefängnissen. Warum reisen Sie jetzt eine Anstalt ab, die so lange für diesen harten Weg stand? Das Gefängnis selbst und sein Betrieb sind inzwischen veraltet. Wir haben uns entschlossen, es durch eine komplett neue Anstalt zu ersetzen, eine mit modernen Richtlinien. Dieses Gefängnis war vor ein paar Jahren in den Nachrichten als einer der letzten Hinrichtungsstätten des Staates. Es gibt Organisationen, die schon seit langem Kampagnen gegen die gesetzliche Todesstrafe führen. Werden Sie deren Wünsche entgegenkommen oder wird es auch ein neuer Hinrichtungs oder wird es auch einen neuen Hinrichtungstrakt geben? Das wird noch geprüft, aber wir machen uns diese Entscheidung nicht leicht. Vielen Dank, Bürgermeister Heller. Zurück ins Studio. Hier ist die CNTC News live zum Stand unseres Strafsystems. Nach der Pause wird sich uns Dr. Walter Hurst anschließen, ein Spezialist für Häftlingspsychologie und Rehabilitation. Ja, das sind wir jetzt? Nee. Ah nee, das ist Heller. Alles klar. Ich möchte Ihnen zu Ihrer Berufung zum Geschäftsführer gratulieren. Das ist eine Chance, ein Neustart. Sie haben komplette Handlungsfreiheit und mehr oder weniger mehr Gefangene, höhere Rückfallquoten. Vor Ihnen liegen viele Herausforderungen. Was den Todestrakt angeht, reisen Sie ihn ab oder behalten Sie ihn und benutzen Sie ihn. Es liegt ganz bei Ihnen, wenn Sie nicht wollen, übernimmt jemand anderes diese Aufgabe. Was die Ziele angeht, so gebe ich Ihnen dieselben wie Ihrem Vorgänger: Gewinn, Rückfallquote, Kapazität. Gewinn, Rückfallquote, Kapazität. Wir sollen Gewinn machen, auf die Rückfallquote achten und viele unterbringen. Okay. Wie Sie das erreichen, liegt in Ihrem Verantwortungsbereich. Ein letztes noch: Der vorherige Geschäftsführer Charles Wallace hat einen Brief hinterlassen, den er allen neuen Gefängnisarchitekten zukommen ließ. Ach, mir ist gar nicht aufgefallen, dass das Gefängnis war, wo Charles Wallace drin war. Aha. Oder war es das? Ist mir gerade entgangen. Irgendwie muss ich nachher nochmal gucken in der Aufnahme. Darin sind einige gute Ratschläge. Könnten sich lohnen, einen Blick reinzuwerfen. Ja, bin ich mal gespannt. Es kommt. Nee, es ist nicht das. Nee, es ist nicht das. Viel Erfolg. Danke. Okay, ersten Aufgaben. Ich mache mal Pause. Zuschuss annehmen, Häftlinge aufnehmen. Achso, nee, das ist nur eine Information. Schaffen Sie über das Zuschusssystem Geld. Bauen Sie ein Gefängnis. Mindestens 100 Insassen, Kontostand mindestens 60.000. Okay. Ja, dann erstmal überlegen. Was haben wir denn hier? Die alten Umrisse. Weiß ja nicht, ob ich die mit benutzen werde. Ich glaube nicht. Was mich immer an allen Gefängnissen, die wir bisher hatten, oder auch wenn ich auf YouTube irgendwas geguckt habe von Prison Architect, immer gestört hat, dass keiner irgendwie eine Rezeption gebaut hat am Anfang. Weil da werden die Häftlinge doch, die kommen da an, die werden durchsucht nach Gegenständen, die sie nicht mehr ins Gefängnis reinbringen sollen. Ich verstehe es halt nicht, warum das dann nicht gemacht wird. Deswegen baue ich jetzt auch als allererstes mal eine Rezeption. Und ich würde sagen, Lieferungszone, hier kommen glaube ich auch die Gefangenen an. Ne? Ich fange auch mal weiter oben an. So. Bauen wir mal, muss ja nicht so groß sein und da kann auch gleich die Verwahrungszelle mit rein. Wir bauen aus Beton. Finde ich einfach schöner. Okay. Hier könnte ich theoretisch auch bauen, will ich aber nicht. Ich glaube, ich lasse mir hier so ein bisschen Platz. Und ich mache das jetzt einfach mal so. Dann nehmen wir doch ein bisschen die Umrisse mit. Okay, Wände, Türen. Hier kommen. Was machen wir hier rein? Also Häftlinge kommen hier rein, die gehen aber nicht durch Besuchertüren, ne? Eine Tür, durch die Besucher das Gefängnis betreten können, ohne dass eine Wache die Tür öffnen muss. Die Wachen und das Personal können sie ebenfalls benutzen, die Häftlinge allerdings nicht. Dann nehmen wir die. Und sieht man das? Könnte ich das so und einmal so machen? Gehen die dann auch in die richtige Richtung auf? Mal gucken. So, das wird jetzt auf jeden Fall die Rezeption und ich würde sagen, darin baue ich auch die Verwahrungszelle mit rein. Beziehungsweise
werde ich hier oben dran noch eine bauen. Muss ja nicht so groß sein. Theoretisch kann man sie dann nach oben noch vergrößern. Dann machen wir erstmal so. Und nach hinten raus soll eine große Gefängnistür. So, Leute, baut mal. Dann ist es natürlich wichtig, dass wir einen Zellentrakt bauen. Irgendwann, aber erstmal kommen ein paar in die Verwahrungszelle. Kantine. Warte mal, hier Brief der Geschäftsleitung. Dann können wir nochmal gucken. Jedes Gefängnis benötigt einen Direktor. Okay, stimmt. Büro für Direktor. Ihn sollten Sie zuerst einstellen. Hier Küche und Kantine fertig, bevor die ersten Häftlinge eintreffen. Und vergessen Sie nicht, ein paar Köche einzustellen. Okay, also man muss erst. So, Kantine ist halt wichtig, damit die essen können. Ne? Einzelne Gefängnisse sind zu teuer. Habe ich auch gesagt, dass alle in die Verwahrungszellen kommen. Alles klar. So. Also bauen wir als nächstes dann direkt ein Büro. Und die Kantine und Küche hier zumindest. Schade, dass hier nur 1, 2, 3, 4. Ne, schade. Hier drüben wäre cool, wenn man hier die ganzen Büros anordnen könnte. Wo machen wir das Büro hin? Ich möchte später ein externen Bürokomplex haben. Vielleicht. Ich überlege mal kurz. So, ich denke, ich baue es hier unten in die Ecke. Hier werde ich dann auch Strom und Wasser hinbauen. Oder vielleicht hier drüben. Aber Büros müssen ja nicht hier in der Mitte des Gefängnisses sein. Da werde ich Hof und Kantine irgendwie versuchen hinzubauen. Und hier unten eher mal so ein Bürokomplex. Vielleicht hier so ein bisschen. Ja. Und natürlich hier in der Flucht. Irgendwo hier. Ich mach den jetzt einfach mal hier. 5x5 muss es groß sein. Plus die Außenwände sind 7x7. Ja. Ist auch nicht notwendig, es größer zu bauen. Okay, dann werden die das bauen. Ach komm, wir planen gleich auch mal die Kantine noch mit. Das hier sah aus wie der alte Hof. Weiß ich noch nicht. Ich lasse mich, glaube ich, zu sehr verleiten von den Sachen, die hier schon sind. Ein bisschen kann man die ja mitbenutzen, aber auf jeden Fall will ich die Kantine mittig bauen. Nicht ganz mittig. Hier würde sich halt gut anpassen, ne? Also hier würde sich Kantine gut anpassen. Nee, hier oben würde ich. Nee. Ich glaube, ich baue die Kantine lieber unten. Oder hier hin. Und hier oben kommt dann der Zellentrakt hin. Aber was ich nicht da vergessen darf, ist, ich möchte einmal das komplette Gebiet hier einzäunen. Vielleicht noch nicht ganz komplett, aber ein bisschen schon mal. Das werde ich noch erweitern ums komplette Gebiet, aber erstmal so, dass ja, die Häftlinge natürlich nicht flüchten können. Und die Zäune sind ja auch nicht sehr teuer, deswegen kann man das machen. Und Türen, beziehungsweise Zauntüren brauchen wir noch. Für Besucher brauchen wir nicht. Vielleicht für Personal hier noch eine Tür. Dann machen wir einen Doppelzaun. So, noch eine hier rein. Okay, nach außen, wenn die raus wollen, müssen sie draußen rumlaufen. Okay. Kantine. Jetzt haben wir noch 40.000. Damit sollten wir eine Kantine hinbekommen. Aus Beton natürlich. Hier kommen die rein. Okay, hier kommen die rein. Dann könnte man hier draußen so einen Weg machen. Wir mal die guten alten Betonplatten. Okay, hier würde ich vielleicht den Hof hinmachen tatsächlich. Kann ich auch direkt mal planen. Räume, Hof. Oh, wie schön übersichtlich, wenn hier die Hälfte noch fehlt. Ich finde trotzdem den Hof nicht. Ah, hier. Ja, würde ich vielleicht hier so den Hof hinmachen.
14 mal 25 mal 15 Meter. Weiß auch nicht, warum ich jetzt genau die Größe nehmen muss. Und dann könnte man doch hier dran direkt die Kantine bauen. Es sollen ja viele Häftlinge rein, deswegen wird es auch eine große Kantine. Und die Küche kommt dann natürlich auch daran. Ich baue das mal so, dass man es nach unten hin zur Not erweitern könnte. Wie haben wir denn am Tisch? Bank, Bank sind drei und dann mache ich immer einen Platz dazwischen. Das heißt vier. Okay, und am Ende ein weniger. So, müsste das dann passen. Dann lasse ich das erstmal bauen. Und danach bauen wir die Küche hinten dran. Noch eine große Gefängnistür zum Hof. So. Okay, jetzt können wir aber erstmal bauen, weil irgendwann müssen wir mal fortschreiten. Ja, und hier bauen wir noch die Betonplatten weiter. So. Können wir auch hier vorne mal machen. So, dann baut mal. Und das Ergebnis sehen wir dann wahrscheinlich dann in der nächsten Folge. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und drückt den Abo-Button. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao.